Heute wieder auf einer neuen Tour mit mir. Ihr seht hinter mir das Zugspitzmassiv. Ich bin wieder am Eibsee an der Zugspitzbahn. Das heißt, wir gehen auf die Zugspitze über den Stoppselzieher heute zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass nicht ganz so viel Schnee mehr oben liegt, dass das Wetter einigermaßen passt. Und dann würde ich sagen, kommt mit. Vom Parkplatz der Zugspitzbahn hält man sich links weg und geht auf diesen im Hintergrund sehenden Kiesweg. Diesem folgt man. Er ist gut ausgeschildert Richtung Riffelscharte. Hält sich hier links, geht hochwärts. Folgt diesem Weg. Er ergibt sich dann quasi in der Skipiste, die von der Riffelscharte runterkommt. Da wäre ein Holzplatz als Orientierung. Man kommt dann an der Zielhütte vorbei und geht einfach weiter. An dieser Stelle kann man sich entscheiden, ob man den Waldweg oder die Skipiste weitergehen möchte. Ich gehe die Skipiste und genieße da nämlich den schönen Ausblick auf den Eibsee und Sicht des eröffnenden Bergmassives. Wenn man den Waldweg gegangen wäre, wäre man über diesen großen Weg gekreuzt und würde hier weitergehen, ausgeschildert Richtung Wiener Neustädter Hütte Zugspitze. Ich bin aber von rechts gekommen, von der Skipiste rechter Hand, habe den Weg gequert und gehe einfach da links die Skipiste weiter. An dieser Stelle zweigt sich die Skipiste in zwei linke Spuren. Ihr bleibt auf jeden Fall geradeaus und folgt diesem Weg. An dieser Stelle auch gut markiert und ausgeschildert mit der Wiener Neustädter Hütte. Diesen Weg folgt ihr nicht an diesem offensichtlich besseren und gut ausgeschilderten oder bezeichneten Weg. Der geht zum Eibsee nach Erwald rüber. Ihr haltet euch nach links an den etwas schlechter ausgetretenen Weg. Man beachte dabei auch die leicht verwitterten Hinweisschilder oder Wegschilder, die da an den Baum genagelt wurden. Diesem Weg folgt ihr nun, bis ihr aus dem Wald in den Kieferlatschenbereich übergeht. Immer gerölliger wird. Dann quert ihr dieses Geröllfeld und habt einen schönen Ausblick auf den Daniel, Notkarspitz, Kramerspitz und die anderen Berge der Ammergauer Alpen. Ja, kleiner Tipp am Rande: beim Überqueren dieser Geröllpassage macht ein Steinschlaghelm schon mal vollkommen Sinn, weil du hier an deiner Flanke doch recht hohe Felsen hast, die durchgehend recht lose sind, bröselig. Wo soll der Geröll sonst herkommen, der hier liegt? Also Helm macht Sinn, setz den auf, immer richtig. Mit etwas Glück entdeckt man auch wieder Gamsen. Durch diese Schneise kann man im Winter direkt aufsteigen. Im Sommer folgt man einfach den ausgeschilderten Markierungen. Tausend
Teilweise sind kritische Stellen auch gut versichert. Von da ist man gekommen, würde jetzt in die Schneise runterschauen und auf der anderen Seite der Schneise geht es weiter. Die Wegfindung im Sommer ist relativ gut, die Wege sind gut ausgetreten und sichtbar. An dieser Stelle geht ihr hier links weg. Nicht rechts aus Versehen wegbiegen, da geht es zurück Richtung Erwald. Man quert wiederholt die Seilbahn, einmal zur rechten Seite, einmal zur linken Seite. Und nach einiger Kraxelei, plötzlich und unvermittelt nach einer Rechtskehre, erscheint die Wiener Neustädter Hütte auf ca. 2200 Meter. Hier kannst du eine Brotzeit machen, deine Ausrüstung checken, auf Toilette gehen, Wasser fassen, alles Mögliche. Und wenn du das erledigt hast, folgst du dieser Spur rüber querend über das Schotterfeld und steigst da hinten in den Stopselzieher-Steig ein. Dieser führt ca. 650 Höhenmeter bis hoch zur Zugspitze. Ein Klettersteig der Klasse AB. Auch hier sind die kritischen Stellen gut versichert. Und die Markierungen sind noch einigermaßen erkennbar, so findet man den Weg. Nutzt die Gelegenheit, Wasser immer fassen. Wir haben schon den ersten Blick zur Zugspitze. Noch etwas Kraxelei. Und schon erreichen wir den Grat. Von rechts sind wir gekommen, links über das Schneefeld, den Schneeferner, schauen wir auf das Skigebiet und hoch zur Zugspitzstation. Ein Stück weiter hochgegangen, nochmal einen Blick zurückwerfen, so eröffnet sich das Panorama noch schöner. Und schon sind wir auf der Zugspitze angekommen, an der Münchner Hütte vorbei. Erstaunlich, was man auf so einem kleinen Gipfel doch alles bautechnisch realisieren kann. Ich finde schon ziemlich beeindruckend. Hier oben gibt es gastronomisch natürlich alles, sanitärmäßig alles. Die Zugspitzbahn fährt. Zur anderen Seite fährt die Gletscherbahn runter. Nach einer kleinen Kraxelei von der Zugspitzstation und einem tollen Ausblick nähert man sich dann rasch dem Gipfelkreuz. Wenn man dies erreicht hat, genießt man einfach bei einer Brotzeit den Ausblick über den Jubiläumsgrat, der hier nun schon leider im Nebel verschwindet. Jetzt rüber wieder zur Zugspitze, auch diese wird langsam verhüllt. Dann beginnt man zügig mit dem Abstieg. Ich habe mich für einen Abstieg runter über den Schneeferner entschieden. Unten angekommen, kann man nochmal die Forschungsstation des Schneeferners sehen. Von der Zugspitze ist leider nichts mehr da. Okay, dann würde ich sagen, geht es Richtung Heimat mit der Zahnradbahn. Die Zahnradbahn hält auch nach ca. 45 Minuten am Eibsee, quasi an der Zugspitztalstation. Und siehe da, wir fahren auch noch an unserem Auto vorbei und haben damit unser Ziel erreicht. Ja, und dann noch wieder zusammenfassend ein kleines Statement zu der heutigen Tour. Anfahrtstechnisch, das Übliche, du fährst nach Garmisch, rüber nach Grainau und orientierst dich an der Ausschilderung Zugspitzbahn, das ist alles super ausgeschildert. Ich bin heute 5.30 Uhr gestartet,
Ich habe 5 Stunden und 15 Minuten benötigt, Gehzeit bis auf die Zugspitze, das ist gut. Die Wegfindung war durchgehend zufriedenstellend, also auch ausreichend, auch für Anfänger machbar, auch technisch von den Schwierigkeiten auch für Anfänger geeignet. Das Einzigste, worauf man sich darauf vorbereiten darf, konditionell ist das schon ein ordentlicher Schinken. Gerade wenn man denkt, man hat die ersten 3, 4 Stunden zur Wiener Neustädter Hütte geschafft, kommt halt dann nochmal der Stopselzieher-Steig mit über 600 Höhenmetern. Der geht dann schon etwas in die Oberschenkel. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen technisch keine große Geschichte. Jetzt im Sommer ohne Schnee auch absolut machbar für jedermann. In dem Sinne kann ich euch nur sagen, probiert es aus. Vielleicht könnt ihr die Tour noch etwas abkürzen, indem ihr sie von Ehrwald-Obermoos geht, also von der österreichischen Seite. Das ist wirklich dann die allerkürzeste Zeit oder die allerkürzeste ausgewiesene Route. Dazu eben relativ einfach. Und ihr habt die Option natürlich von der Zugspitze mit der Bahn wieder zurückzufahren, ob jetzt mit der Zahnradbahn oder mit der Seilbahn. Von daher braucht ihr euch noch keine 10, 12, 13 Stunden Tour zumuten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, auf die Zugspitze zu gehen. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter und denkt dran, immer schön am Berg bleiben. Also, ciao.